In nahezu allen Programmen hat man irgendwie mit Text und Strings zu tun, allerdings können Programme gleichzeitig nie schnell genug sein. Und wie man Strings miteinander verknüpft, also wenn man neue auf Basis von alten Werten erstellt, und welche Geschwindigkeitsunterschiede es da gibt und warum das so ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Zuerst beginnen wir, wie ein String eigentlich aufgebaut ist. Zumindest in C-Sharp ist es so, dass ein String, der hier Text-T heißt, intern so abgebildet ist, dass wir zu Beginn die Länge des Textes haben, also wie lang der String sein wird. Und das nennt sich Length-Prefixed. Dann haben wir den eigentlichen Text selbst als eine Art Character-Array und dann zum Schluss ist noch ein Null-Terminierungssymbol. Das Backslash 0 heißt auch in vielen anderen Programmiersprachen einfach, dass hier der String zu Ende ist. Das klingt hier etwas doppelt gemoppelt, da vorne die Länge ist und hinten nochmal Backslash 0 ist. Eigentlich würde ja eines davon reichen. Das ist wohl aber nur aus Kompatibilitätsgründen so. Das Backslash 0 ist aus der alten C-Zeit sozusagen und damit man hier entsprechend kompatibel ist, ist das nicht schlecht zu haben. Und allerdings, wenn ich die Länge eines Strings wissen möchte, dann will ich nicht den ganzen Text durchsuchen müssen, bis ich zu dem Backslash 0 komme, sondern das möchte ich irgendwie effizienter haben und deswegen steht vorne erstmal die Länge. Also wenn man auf einen String fragt, wie lang bist denn du, dann braucht ihr nur in die erste an die erste Stelle schauen und dann weiß er genau, wie lange er ist und wir müssen nicht erst den ganzen String durchsuchen. Das ist mal der interne Aufbau und was wir jetzt machen. Und was auch noch wichtig ist, wenn ein String einmal einen Wert hat, dann kann dieser nicht mehr verändert werden. Das heißt, Strings sind immutable Types, das heißt, sie können, wenn sie mal einen Wert haben, grundsätzlich nicht mehr verändert werden. Aber wir wissen, wir können einen neuen Wert zuweisen und was dann eigentlich passiert, ja, das sehen wir jetzt. Zum besseren Verständnis jetzt lassen wir mal die äußeren beiden Elemente weg, also die Länge und das Null terminieren, das ist nur zum Verständnis, wie ein String intern eigentlich aufgebaut ist und funktioniert. Gut, sehen wir uns jetzt an, wie passiert das, wenn wir, oder was passiert, wenn wir Strings miteinander verknüpfen. Und zwar, ich kann ja Texte zusammenhängen, in denen ich einfach ein Plus mache. Und gleich mal ein Disclaimer hier, ja, natürlich sowas wie hier würde der Compiler wegoptimieren. Also der Compiler würde sagen, wenn du hier einen Text mit einem weiteren Text verknüpfst und das alles konstante Werte sind, dann kann ich da gleich einen draus machen. Selbstverständlich, das optimiert der Compiler für uns. Aber häufig hat man ja Variablen, die man entsprechend zusammenhängt und das kann der Compiler dann nicht wegoptimieren. Zum einfachen Verständnis hier einfach mit Texten, die wir verknüpfen. So, was passiert? Ausdrücke werden ja von rechts nach links grundsätzlich ausgewertet. Das heißt, wenn wir diesen Text so verknüpfen, dann muss eigentlich Folgendes passieren. Es werden mal die rechten beiden Elemente genommen, dann wird gezählt, wie lang sind denn die? Ja? Knüpfen plus die zwei Rufzeichen ergibt in Summe dann 9 Buchstaben. Und der Computer erstellt einen neuen String mit der Länge 9 und kopiert dann alle Werte hinein. Also das Knüpfen plus die entsprechenden Rufzeichen. Das heißt, das Statement, das wir jetzt haben, sieht eigentlich so aus und ich muss wieder sagen, okay, diese beiden Elemente, die muss ich miteinander verknüpfen, zählt wieder, wie lang ist der erste, wie lang ist der zweite und erstellt einen neuen String mit der Länge 12. Er kopiert wieder alle Werte hinein vom alten und vom neuen String und macht das gleiche Spiel wieder. Das heißt, bei jedem Plus passiert jetzt eigentlich Folgendes. Wir erzeugen einen neuen String, wobei der linke Wert vom Plus und der rechte Wert vom Plus entsprechend reinkopiert wird. In unserem Fall werden hier mit 3 Plus 1, 2, 3 neue Strings erzeugt. Die alten werden weggeschmissen und die Werte werden immer rüber kopiert. Wenn wir jetzt natürlich sehr viele Texte miteinander verknüpfen, so in Schleifen und solche Sachen, dann ist das von der Geschwindigkeit natürlich nicht optimal, der sehr viel Arbeit hat, weil er viele neue Strings erstellen muss, viel neuen Speicher allokieren muss, viel im Speicher herumkopieren muss. Gut, jetzt gibt es noch eine andere Option, wie wir Texte verknüpfen, nicht nur mit Plus, und das ist mit der Funktion String Parse.
.concat. Und bei concat kann ich einfach nacheinander als Parameter diese Funktion die einzelnen Texte angeben, die ich verknüpfen möchte. Was passiert hier eigentlich in dieser concat-Funktion? Als erstes prüft der Rechner mal, okay, wie lang sind die einzelnen Teile, also intern ist das sozusagen wie ein Array, wie lang sind die einzelnen Teile, die einzelnen Teilstrings, und die addiert er einfach und erzeugt dann einen neuen String mit der entsprechenden Länge, in diesem Fall 17, und kopiert dann die einzelnen Werte wieder hinein. Der große Unterschied oder der Geschwindigkeitsvorteil hier ist, dass er nicht 3 oder 4 oder 5 Strings erstellen muss, sondern einfach nur einen, der gleich lang genug ist, wo er die einzelnen Werte einfach rüber kopiert. Das heißt, das ganze Thema passiert nur einmal. Auch der Kopiervorgang passiert nur einmal und daher ist String Concat natürlich signifikant schneller, wenn wir mehrere Strings miteinander verknüpfen. Gut, jetzt gibt es aber noch etwas, und zwar den String Builder. Hochgelobt, immer viel zu schreiben. Und der String Builder funktioniert so, dass er intern ein Array hat, wo die einzelnen Werte drin sind, und er verhält sich genauso wie eine Liste in .NET. Ja, also wer den Datentyp List kennt und weiß, wie er funktioniert, der String Builder funktioniert genauso. Die Initiallänge ist jetzt folgendes: Der String Builder hat intern standardmäßig ein Array mit 16 Elementen. Also wenn ein neuer String Builder erstellt wird, werden sowieso 16 Elemente oder Platz für 16 Zeichen reserviert. So, und jetzt bei jedem sb.append passiert das Folgendes, dass er einfach dieses Array anfüllt. Ja, erst mit dem ersten, dann mit dem zweiten, dann mit dem dritten, und er fügt das so entsprechend an. Und jetzt haben wir ein Problem, denn wir haben ja hier 2 Rufzeichen, wir haben aber nur Platz für 1. Was der String Builder macht, wenn er voll wird, ist, beziehungsweise wenn das nicht mehr Platz hat, er würde auch das eine Rufzeichen nicht reinnehmen, sondern vorher kopieren, aber egal. Was er hier macht, ist, er erzeugt ein neues Array, das doppelt so groß ist, und kopiert alle alten Werte rüber und anschließend sozusagen die neuen rein. Ja, die alten rüber kopiert und das neue Rufzeichen rein. Und wenn er wieder ein Append kommt, dann schreibt er einfach wieder nacheinander hin. Das funktioniert wunderbar, das funktioniert recht schnell. Nachteil natürlich, dass manchmal auch Speicher verbraten wird. Hier sehen wir, dass einiges an Fläche frei ist, die nicht verwendet wird. Das ist halt der Nachteil. Der Geschwindigkeitsvorteil ist dafür enorm, wenn wir nicht wissen, wie häufig so ein Append gemacht wird, wie groß das sein wird, etc. etc. So, nun die Frage, wann verwende ich was dieser 3 Möglichkeiten? Denn man kann nicht sagen, die eine ist immer besser oder immer schlechter. Also sehen wir uns als nächstes an, wann soll was verwendet werden, wann hat was welche Vorteile. Gut, hier mal ein einfacher Source-Code oder ein Ausschnitt, ein Pseudocode in allen 3 Varianten. Wir haben hier eine String-Variable, die wird in einer Schleife, wird da immer ein Text dazugefügt. Und einmal mit dem Plus, einmal mittels String-Concat und einmal mittels des String-Builders. Und jetzt ist die Frage natürlich, welche Option ist in diesem Fall besser von der Geschwindigkeit? Und das erste schon mal ist keine gute Idee, denn hier passiert genau das, dass in jedem Schleifendurchlauf sozusagen der Res und der neue Text einfach die Länge geprüft wird, ein neuer String erstellt wird, dieser neue String kopiert alle Werte rüber, wird dann wieder in Res gemerkt und beim nächsten Schleifendurchlauf wird wieder ein neuer String ermittelt, wieder ein neuer String ermittelt und wieder ein neuer String ermittelt. Also das ist schon mal keine gute Idee. So, wie sieht es im zweiten Fall aus? Im zweiten Fall verwenden wir String Concat. Das heißt, er nimmt die Länge des ersten Strings, die Länge des zweiten Strings, die wir hier angeben, erzeugt einen neuen und kopiert beide Werte rein. Das Ergebnis wird in der Res-Variable gemerkt und im nächsten Schleifendurchlauf passiert wieder das Gleiche. Also eigentlich ist das gleich schlecht wie die erste Variante. In diesem Fall gewinnt ganz klar der String Builder mit seiner Option, wo er einfach immer ein langes Array hat und immer einfach den neuen Text dazu geben kann. So, also wo freie Fläche ist und erst wenn diese freie Fläche voll ist, dann verdoppelt er den Speicherplatz, kopiert alles rüber, einmal. Dann füllt er wieder immer an, bis wieder dieser Speicherplatz voll ist, dann kopiert er wieder nur einmal. Also sehr viel weniger Kopiervorgänge, sehr viel effizienter
in diesem Bereich, vorausgesetzt die Schleife läuft häufiger durch wie ein-, zweimal. Denn ein String-Builder zu erzeugen, hat auch etwas Overhead. Gut, ein anderes Beispiel. Also in der Schleife ist der String-Builder gut. Ein anderes Beispiel. Was haben wir hier? Das Ergebnis ist, und dann wird eine Variable dazu gehängt. Einmal wieder mit einem Plus, einmal mit einem String-Concat und einmal mit dem String-Builder. In diesem Fall, wo wir einfach nur zwei Texte, nicht in einer Schleife, nur zwei Texte zusammenhängen, hat der String-Concat gegenüber dem Plus eigentlich keinen Vorteil. Der String-Builder hat sehr viel weil er muss beide Längen berechnen und oder addieren, die Längen ermitteln und die Werte rüberkopieren in beiden Varianten. Also String-Concat kann man verwenden, hat aber gegenüber dem Plus keinen Vorteil. So, der String-Builder hat sogar nur die Nachteile, da er viel mehr Speicher verbrät und einfach mal die Initialisierung benötigt, einen String-Builder überhaupt anzulegen und dann das wieder in einen String umwandelt mit ToString. Also ist der String-Builder in diesem Fall sogar signifikant schlechter. Vorher war er der Beste, hier der absolut Schlechteste. In diesem Fall, wenn wir nur zwei Texte einmalig zusammenhängen, spricht absolut gar nichts gegen die Variante mit dem Plus. Natürlich fehlt hier ein ToString hinten, das ist mir schon klar, das ist nur Pseudocode, okay? Integer mit Plus sollte ein ToString haben. Gut, also in diesem Fall das Plus perfekt. So, wie sieht es in diesem Beispiel aus, wenn wir nicht nur einen Wert zusammenhängen, sondern viele Werte zusammen? Das Ergebnis ist eine Variable dazu. Wollen Sie weitere Amount-Berechnungen durchführen, also wieder Variable mehrfach zusammenhängen? In diesem Fall passiert im ersten Fall wieder das, was wir ganz zu Beginn gemacht haben, wo er immer neue Strings hat, immer wieder reinkopieren muss. Schlecht für die Laufzeit. Schlecht ist in diesem Fall auch der String-Builder, wobei so schlecht ist er nicht. Aber besser in diesem Fall String Concat, minimaler Overhead. Wir haben hier, er kann die Längen entsprechend automatisch ermitteln und wenn er die Längen ermittelt hat, einen String machen. Es ist die geringste Schreibarbeit, also String Concat in diesem Fall durchaus die beste Option. Also was man hier sieht, es gibt nicht immer die Lösung, ja, die beste Lösung. Man kann nicht sagen, das eine ist immer schlechter als das andere. Es kommt immer, wie so häufig im Leben, auf den Anwendungsfall drauf an. Wäre es nicht so, würde es auch keinen Sinn machen, mehrere Optionen zur Verfügung zu stellen, wie man es machen will. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen einen Einblick gegeben, in dem, wie Strings zusammengebaut werden und warum es hier verschiedene Methoden gibt, wie das eigentlich funktioniert. Ja, wenn es so ist, lasst ein Abo da und ein Like. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.